Hallöchen, einen wunderschönen guten Morgen. Naja, ja, Mahlzeit, Mittag, wenn ich es hochgeladen habe, denke ich mal. Auf jeden Fall ist es noch morgen. Ich trinke gerade noch Kaffee. Und ja, einige von euch haben es wahrscheinlich schon gesehen. Der Benny, also German Aussie Playground, baut ein Auto von mir für mich, wegen mich. Ja, sowas in der Art. Ja, dazu wollte ich jetzt auch nochmal ein paar Sachen sagen. Ja, Benny ist mittlerweile ein echt guter Freund. Ich kenne ihn jetzt ein bisschen über ein Jahr. Haben uns ja bei RC Chris im Forum kennengelernt und lieben gelernt. Und ja, Benny ist halt ein richtiger RC-Enthusiast. Also er schluckt alles, was mit RC zu tun hat und so und hat aber selber kein Interesse für Crawler oder Scaler oder sowas. Und ja, ich habe hier jetzt eh gerade so viele Projekte, die ihr ja noch nicht kennt, aber die seht ihr bald. Und dann dachte ich mir, hey, why not? Ich habe viel zu tun. Also ja, in dem Sinne ja schon. Und kann da jetzt nicht noch ein Auto dazwischen quetschen, was ich baue und so. Und dann dachte ich mir, es sind zwei Fliegen mit einer Klappe. Benny hat mal die Marke Axial und den Scaler-Bereich kennengelernt. Und ich habe mehr Zeit und kann mir anschauen, wie mein Auto gebaut wird. Ist ja auch ganz schön. Ja, ich blende euch hier jetzt mal sein. Oder ich mache es einfach komplett mal schnell zu hier, oder? Nee, ich mache es hier so klein, so. Sein Logo ein. Hier unten läuft dann gleich noch sein Kanal durch. Nochmal für die, die es nicht wissen. Und sein Link ist in der Beschreibung. In der Beschreibung nochmal für alle. Weil viele fragen mich immer nach, was ich denn in die Beschreibung gepackt habe. Also wo man das findet, wenn ich das sage. Also ich habe extra, weil ich ja öfters in Videos zum Beispiel Spenny sage, statt German Aussie Playground steht extra unten in der Videobeschreibung. German Aussie Playground, Klammer auf, Benny, Klammer zu. Das gleiche bei Mick, das gleiche bei Laser, etc. pp. Ja, so viel dazu. Alle anderen Links mit den Leuten, mit denen ich was zu tun habe, sind natürlich auch in der Beschreibung. Also allen Modellbauern, mit denen ich zusammenarbeite, mehr oder weniger, sind in der Videobeschreibung. Alle Leute, mit denen ich zu tun habe, wie es Hattel, der Lackierer etc. pp. Ist alles in der Videobeschreibung. Also Leute, macht euch die Mühe und klickt da halt einfach mal drauf und dann seht ihr die ganze Liste. Dann habt ihr auch keine Fragen mehr. Wie gesagt, im Zweifel, wenn ihr dieses Video jetzt schaut, aufmachen, jede Seite abonnieren und liken und ihr seid auf dem richtigen Weg. In diesem Sinne, das soll es soweit gewesen sein. Wie gesagt, schaut bei Benny vorbei. Schaut euch an, was er da macht, wie er es macht vor allem. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr ihn ein bisschen mehr noch unterstützt und das Ganze ein bisschen liked und kommentiert drunter natürlich. Wie gesagt, Benny ist ein sehr kompetenter RC-Enthusiast, sage ich immer wieder gern. Der steht euch da auf jeden Fall mit Rat und Tat zur Seite. So, ich habe jetzt noch eine Tasse Kaffee vor mir und muss noch ein paar Videos schneiden. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.